Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Bei mir gibt es heute ein Mittagessen und zwar gibt es Hähnchen mit Sesamsoße und Reis. Ein sehr leckeres Hähnchengericht habe ich schon ausprobiert und dachte mir, das möchte ich heute mit euch zusammen verfilmen. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 800 Gramm Hähnchenbrust in ca. 3 cm Stücke geschnitten, 250 Gramm Jasminreis, 1 Liter Wasser, 2 Teelöffel Salz, 180 Gramm Möhren in Scheiben geschnitten, 100 Gramm Zuckerschoten, ein verquirltes Ei, 60 Gramm Speisestärke, 2 Teelöffel Paprika edelsüß, 1/2 Teelöffel Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, 30 Gramm Reisessig, 60 Gramm Honig, 20 Gramm Sweet Chili Soße, 60 Gramm Ketchup, 30 Gramm braunen Zucker, 50 Gramm Sojasauce und 20 Gramm Sesam sowie 2 Frühlingszwiebeln für die Optik. Schmeckt wirklich super, super lecker. Und ich sage euch mal, was ihr jetzt schon mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich mir meine Hähnchenbrust hier in eine Schüssel gegeben. Die ist schon in die Stücke geschnitten. Die Möhren sind geschnitten in Scheiben. Kein Fehler, ich habe ja gelbe Möhren zurzeit. Mein Bauer hat zurzeit nur die Urmöhre, die gelbe Möhre. Und die Zuckerschoten sind schon hergerichtet. Wenn ihr das jetzt, wenn ihr keine Haselnussfritteuse macht, richtet ihr euch jetzt den habt, dann richtet ihr euch jetzt den Backofen. Und zwar heizt ihr den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor und bestreicht ein Backblech mit Öl. Darauf wird nämlich dann das Hähnchen gebraten. Ich mache das in meiner Heißluftfritteuse und in meinem Mixtopf befinden sich schon 250 Gramm Jasminreis, den ich richtig gut gewaschen habe. Und ihn dann im Garkörbchen im Thermomix eingehängt habe, sowie 1 Teelöffel Salz. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet und weiter machen wir jetzt zusammen. Jetzt setzen wir den Varoma-Behälter auf. Und da geben wir jetzt unsere geschnittenen Möhren, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, oh, 180 sagt er, ich habe 230 Gramm, bei mir waren das 2 Möhren. Und dann kommen auch die Zuckerschoten dazu. Auch da habe ich 130 Gramm, das spielt aber gar keine Rolle. Da lasst ihr euch in der Mitte nur wieder schön frei, dass der Dampf durch kann. Und der Reis sowie das Gemüse wird jetzt 13 Minuten Varoma auf der Stufe 4 gekocht. Bei meinem Reis sind 20 Minuten angegeben, darum werde ich die Zeit jetzt auf jeden Fall mal gleich auf 17 Minuten verlängern und dann schaut auch erst rein, ob der Reis fertig ist. Wenn ihr das nämlich noch nicht ist, dann verlängert ihr einfach die Zeit, weil harter Reis ist kreislich. Die Kochzeit ist jetzt gleich vorbei. Jetzt richtet ihr euch was her, wo ihr euren Reis dabei reinmacht. Und auch das Varoma-Gemüse. Ich habe mir jetzt 2 Schüsseln hergerichtet, wo ich einen Deckel dazu habe, damit wir das einfach derweil warm halten. Ich habe meinen Reis jetzt wirklich 5 Minuten länger gekocht und ich denke, das sollte gut sein. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe mein Hähnchenfleisch jetzt schon in meine Heißluftfritteuse. Ich habe die Ninja. Ich habe den Ninja Grill Control, nur falls ihr fragt, ihr werdet bestimmt fragen. Und ich bin super zufrieden damit, ich benutze die sehr, sehr viel, also die steht auch hier drüben. Normalerweise mag ich nicht, wenn so viel Zeug rumsteht, aber die steht fest an ihrem Platz, weil die wird wirklich viel genutzt. Bevor ich den Backofen einschalte, mache ich es eigentlich immer in der Ninja. So viel dazu. Und dann nehmen wir jetzt den Varoma ab, vorsichtig, schön immer mit dem Dampf weg von euch. Füllen das Gemüse um. Jetzt in der Schüssel, kommt der Deckel drauf.
genauso wie der Reis. Auch hier rein. Deckel drauf. Der Mixtopf gehört sich jetzt gespült, beziehungsweise ich nehme meinen zweiten. Zu dem Hähnchenfleisch, ich stelle es jetzt mal hier drauf, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was, kommen nämlich jetzt die 60 Gramm Speisestärke. Das verquirlte Ei. Zwei Teelöffel Paprikapulver. Ein Teelöffel Salz. Auch da wurde ich letztes Mal gefragt, wo ich das her habe. Das habe ich mir aus Mallorca mitgebracht. Das ist ein Urlaubsmitbringsel. Die Zuschauerin hat gesagt, ich soll es nochmal in die Kamera halten, damit sie einen Screenshot machen kann. Das ist aus so einer kleinen Töpferei im Landesinneren. Ein halber Teelöffel Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt vermischt mit dem Hähnchen. Ich ziehe mir dafür jetzt einen Handschuh an. Dann kann ich da einfach besser das Ganze vermanschen. Ich hoffe nicht auf mein Shirt. Und so gebt ihr das jetzt auf euer vorbereitetes Backblech und backt es, bratet es für ca. 10 bis 12 Minuten bei 200 Grad. Das werde ich jetzt hier in meiner Heißluftfritteuse machen. Auch so 10 bis 12 Minuten. Aber ich werde jetzt das später machen. Ich werde erst mit euch jetzt die Soße machen und dann in Ruhe das Fleisch. Und für die Soße brauchen wir jetzt erstmal 2 Knoblauchzehen. Die wir zerkleinern, natürlich mit meinem Miximizer. 3 Sekunden, Stufe 7. Mit dem Spatel nach unten schieben. Da ist nicht viel zum nach unten schieben. Ich liebe diesen Miximizer. Absolut. Genauso wie ich den neuen Dampfumleiter total gerne mag. Dann kommen da jetzt dazu 30 Gramm Reisessig. Ich denke, wenn ihr keinen Reisessig da habt, nehmt ihr einfach normalen Essig. Ich habe ihn jetzt da, weil wir auch gern Sushi mal selber machen. Dann kommen 60 Gramm Honig dazu. 20 Gramm Sweet Chili Soße. Ups, fast 30, macht nichts. 60 Gramm Ketchup. 30 Gramm brauner Zucker. Da nehme ich jetzt nur 16 Gramm, weil so süß mag ich die Soße dann auch nicht. 50 Gramm Sojasauce. Gramm Sesam. Und das Ganze wird jetzt 6 Minuten bei 120 Grad auf der Stufe 2 eingekocht. In der Zwischenzeit starte ich jetzt meine Heißluftfritteuse auch. Mein Fleisch und meine Soße sind fertig. Ich habe das Fleisch jetzt schon rausgeholt aus meiner Heißluftfritteuse. Und auch die Soße habe ich schon probiert. Super lecker. Das Einzige, was mir auffällt, also wenn ihr gerne viel Soße esst, würde ich euch fast die doppelte Menge empfehlen. Diese Soße kommt nämlich jetzt über das Hähnchen. Wird schön vermischt miteinander.
Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Und so wird es jetzt angerichtet mit dem Reis und mit dem Gemüse. Und das mache ich jetzt einmal. Dann halte ich euch den fertigen Teller ganz schnell nochmal unter die Nase. Mein Hähnchen ist fertig angerichtet und so sieht's aus. Also, wenn das nicht appetitlich aussieht, weiß ich auch nicht. Ich sage, das Einzige, was ich echt glaube, die Soße hätte ich verdoppeln können. Weil wir essen schon alle sehr gerne Soße, aber geschmacklich toll. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Mahlzeit.